Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 3 in der Enhanced Community Patch Edition. Wir machen uns heute weiter dran, hier diesen kleinen Ort zu erkunden, an dem wir gestrandet oder gelandet sozusagen sind und looten, was das Zeug hält. Hier gibt es noch ein Pult. Oh, da kommt so langsam ganz entspannt der Schatten wieder rein. Pult. Hier steht nichts Neues. Ja, das ist aber schade. Ich wollte ein bisschen altes Wissen. Ist denn sonst noch irgendwas? Ein riesiger Topf. Kochtopf. Ist aber leer. Aber immerhin ein Feuerchen brennt. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, so ein Feuer auf Holzdielen zu machen. Also es ist jetzt nur so meine Idee, aber es könnte doch leicht in so einem Holzhaus zu brennen beginnen, wenn man einfach so Feuer auf dem Holzfußboden macht. Aber, naja, das ist ja... Naja, die werden sich da schon was bei gedacht haben, ne? Wir looten jetzt erstmal weiter die paar Orks, die wir hier umgebracht haben. Speer nehmen wir uns. Kruschpach. Ja, die haben aber ganz... Das ist der Misthaufen. Tiefe Nase reinziehen. Guten Tag. Du siehst echt unglücklich aus. Also, wenn das Kampfsystem in Gothic 1 und 2 auch so easy gewesen wäre, hätte ich damit, glaube ich, weit weniger Probleme gehabt. Also, Gothic 1 und 2, wie gesagt, wer das noch nicht kennt, ja, es lohnt sich, das wirklich mal zu daddeln, weil die Atmosphäre bei beiden Spielen einfach so unsagbar großartig ist. Unsagbar großartig. Aber, wie gesagt... Also es ist meine persönliche Meinung, das Kampfsystem ist gruselig, ich krieg das nicht gebacken, ich krieg es einfach nicht gebacken und ich gebe es auch zu, ich krieg das nicht gebacken, ich versuche das immer und ich verstehe das auch, wie das funktioniert eigentlich theoretisch, aber trotzdem krieg ich es nicht gebacken. Da muss man immer die Gegner so einzeln rausziehen, weil du kannst nicht gegen ein Pack kämpfen, das macht dich sofort fertig, du musst die so einzeln nach und nach voneinander lösen und oh nee, das ist mir alles viel zu stressig, da liebe ich dann doch lieber dieses... draufhauen und hoffen, man überlebt. Ne? Also, darf natürlich schon gern ein bisschen taktisch sein, also nur stumpfes draufgehauen, so wie jetzt hier. Also hier wird, ich sag euch, wie es ist, es wird relativ stumpf. Wir müssen mal gucken, ich weiß noch nicht, ich werde wahrscheinlich in Richtung Krieger gehen, weil ich ja immer so gerne in Richtung Krieger gehe. Denken wir nur an Witcher 3, den Geralt, den kann man auch fast ausschließlich mit draufhauen und ohne Zeichen spielen. Kein Ding, wenn man da Expertise drin hat. Dennoch möchte ich die Zauber nicht vernachlässigen, weil die halt wirklich ziemlich übel sind. Also mit Zaubern kann man richtig krassen Badass werden. Aber ich bin halt nicht so der Zauberer. Ich hau lieber mit so einem dicken, fetten Zweihandschwert irgendwie Leute zu Klump, als da Feuerbälle reinzuwerfen. Das ist nun mal so. Das ist so eine ganz persönliche Vorliebe. Haben wir hier oben jetzt tatsächlich noch Truhen gefunden? Was ist das eigentlich, was wir hier mal einsammeln? Das ist Brot. Achso. Ich dachte, es wäre irgendwie so ein Eintopf oder sowas. Aber nein, es ist Brot. Es ist Brot. Ach, guckt euch diese wunderbare Aussicht an. Ah, das ist eine riesige Welt, die uns hier noch erwartet. Oh, da hinten sehen wir auch schon die Barriere, die wir gerade im Intro gesehen haben. Kleine Energiebarriere. Sehr schön. Also man muss ja sagen, das Spiel sieht auch heute nach 10 Jahren immer noch sehr, sehr ansehnlich aus. Also ich würde das jetzt nicht als hässlich bezeichnen. Und das, whoopala, will ja was meinen, weil es war damals halt auch schon ziemlich schön. Nicht ganz so schön, weil damals gab es noch nicht so viel Bump-Mapping und die Shader 4.0 wurden noch nicht unterstützt. Das ist jetzt auch neu durch den Community-Patch. Also es hat auch grafisch noch einiges zusätzlich gerissen. Und weniger Geflackere bei den Texturen. Damals in der ersten... Es hat sehr viel Texturgeflacker. Oh, wir haben Dietrich verbraucht. Tierzähmen. Das anvisierte Tier gelangt unter die Kontrolle des Helden. Es wird ihm folgen und im Kampf beistehen, wenn es kann. Das ist nett. Eislanze. Schlaf. Der Held versetzt sein Ziel in einen tiefen Schlaf. Und Fernheilung. Der Held heilt das anvisierte Ziel vollständig. Nehmen wir doch mal alles. Der namenlose Held, ganz wichtig. Na nun, gebt dem Held doch einen Namen. Ja. Bartholomäus. Übrigens, Fun Fact aus dem Redaktionsvideo, wo es darum ging, dem namenlosen Held dann endlich einen Namen zu geben und Christian Schmidt, glaube ich, heißt er, dann mit Bartholomäus so cool um die Ecke kam. Das sorgte dafür, dass bei meiner Rollenspiel-Session, wir spielen ein bisschen Rollenspiel mit ein paar Kollegen, und als ich meinen Charakter erstellt habe, ich habe einen Hexer erstellt tatsächlich und sein Name ist Bartholomäus, weil ich an diese Stelle denken musste und es ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil er das einfach so großartig sagt, dass er dann Bartholomäus heißt. Und ich würde sagen, ich habe Bartholomäus relativ gut eingefangen. So, ich laufe dann mal noch eben hier rüber. Guten Tag. Bis später. Bis später. Ja, wenn du das sagst, dann bis später. Was haben wir denn hier noch so Feines? Oh ja, hier ist ein bisschen was los. Hier gibt es ein Fläschchen. Alchemitisch, ja, da können wir jetzt noch nicht so viel machen. Wir können nachher auch Tränke brauen und so. Also man kann schmieden lernen, das konnte man schon immer. Also, es ist immer wieder schön. Kann ich jetzt dieses Fläschchen auch noch bekommen? Komm schon. Ja, jetzt geht das. Man muss halt richtig... Nein, nein, nicht auf den Hocker, nein. Ach, man muss sich auch mal entspannen, ne? So, aber jetzt hast du genug gesessen.
Wir wollen hier nicht unseren Arsch ausruhen, wir haben ein bisschen was zu tun. Wir müssen hier vorankommen. Fläschchen einsammeln, jawoll. Sind noch mehr Fläschchen. So, vielleicht ist ja hier mal Wissen drin. Hier steht was über Alchemie. Na siehste, Alchemie plus 5 ist jetzt bei 15. Es geht voran. Es geht voran. Da haben wir noch eine Truhe. Heiltrank aus Heilpflanzen. Nimm alles. So, oh, da ist noch ein Fläschchen. Und da ist noch ein Mana-Trank. Das ist schon kein Fläschchen mehr. Das ist schon ein fertiges, vollendetes Fläschchen mit Inhalt. So, dieses Haus sieht nicht mehr so glücklich aus. Ich glaube, da hat jemand Aua bekommen. Okay, so, dann schauen wir uns hier nochmal um. Das sieht ja richtig gemütlich aus. Also hier würde ich nicht drin wohnen wollen, muss ich sagen. Wobei, ich glaube, zu der Zeit Hauptsache ein Dach über dem Kopf, ne? Also, das ist dann auch egal. Ausdauertrank bringt verlorene Ausdauer zurück. Nehmen wir doch mal alles. Pult. Das kenne ich schon. Hm, okay. Das war ein alter Witz, ne? Treffen sich zwei Onufen, fragt der eine. Womit denn? So, da haben wir noch was. Dietrich. Nimm alles. Früher musste man, um Kisten zu öffnen, wenn man dann einen Dietrich verwendet hat, selber mal links, links, rechts und so weiter drücken. Das fällt wohl flach. Man braucht jetzt einfach nur den entsprechenden Wert, um halt die Kiste zu öffnen. Wenn der Wert zu niedrig ist, scheint dann der Dietrich einfach abzubrechen. Vereinfacht das Ganze natürlich, macht aber nicht mehr so viel Spaß. So, dann sind wir hier auch durch. Gehen wir mal hier unten. Guck mal, es sind nicht alle Sklaven gestorben. Ich auf. Ja, ihr auch auf euch, ne? Ihr seid jetzt frei, würde ich sagen. Wir haben die Orks besiegt. Ich würde sagen, Sklaven seid ihr nun nicht mehr. Es sei denn, ihr gehörtet auch einem der normalen Leute hier, dann will ich nicht zu viel versprechen. Ne? Also ich will nicht, ich bin hier nicht der Sklavenbefreier, das leider nicht. Ich reite auch nicht auf Drachen. Brot. Ah, warte, das ist auf der Rückseite. Auf der Rückseite dieser. Ah, Wein. Oh ja, her mit dem Wein. Alkohol können wir immer mitnehmen. Nicht verkehrt. Wenn es ganz schief läuft mit der Abenteurerei, haben wir immer noch Wein dabei, ne? So, Schinken. Schinken. Eine Kelle, alles klar. Ich glaube nicht, dass wir mit dieser Kelle irgendetwas tun können, außer sie mit uns im Inventar herumzuführen und dann zu verkaufen. Okay, das scheint das alles gewesen zu sein. Gut. Weiter geht's. Keine Sorge, es sind nicht mehr so viele Häuser, also wir haben es bald. Was ist das? Wer wird hier angeboten? Oh, Fleischschwanzen-Ragout. Das klingt wunderbar. Brötchen noch und noch ein Brot. Grütze. Rote Grütze, so ein, weiß ich nicht. Es sieht irgendwie schon eklig aus. Es sieht aus, als würde man so irgendwie Obstdurchfall essen. Also es ist schon ein bisschen eklig. Schreien. Guten Tag. Enos. Gewähre mir das Wissen über die alte Magie. Gewähre mir Lebenskraft. Gewähre mir Lebenskraft. Lebenskraft. Ah, okay, alles klar. Ich kann. Ah, okay. Okay. Ah, ja, noch nicht. Ende. Wir sind noch nicht so weit. Ging das früher auch schon vor dem Community-Patch, dass ich das einfach bei so einer Minus-Statue machen kann? Kommt mir etwas merkwürdig vor. Normalerweise verbessert man sich immer bei Trainern. Also das Skillsystem ist so, man kann nicht einfach ein Menü öffnen und dann skillt man da los. Nein, 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 nein. Man geht zu Trainern und dann sagt man, ja, ich bin der Obermogli, ich habe super dicke Arme, ich kann gut mit zwei Händen. Ja, bring mir bei, wie ich mit zwei Händen kämpfe. Und dann gibt man denen natürlich auch einen kleinen Obolus, ist ja nichts umsonst hier. Und so läuft das hier eigentlich. Nimm alles. Man kann aber jederzeit natürlich in seinem Charakter-Screen gucken, wie viele Punkte man denn aktuell hat. Das geht natürlich. So, ah, hier gibt es auch noch einen oben. Sie sind oben. Nun gehen wir mal nach oben. Ah, es reizt mich ja jetzt schon ein bisschen nach draußen in die Welt zu streifen. Ne? Also in diesem Dorf rumeiern, das macht schon Spaß und looten ist toll. Aber jetzt langsam könnte es auch mal losgehen jetzt hier. Ne? Dann komm, ich muss jetzt raus hier. Nimm alles. Und wie wir hier sehen, verdeckt die Kiste mal wieder nicht den Boden, so wie es aussieht. Super, da haben sie also nichts dran getan. Buchständer. Am Anfang zogen die Nomaden über das Land und der ewige Wanderer führte sie. Altes Wissen plus 5. Jetzt auf 5. Altes Wissen brauchen wir für Magie. Was ist das eigentlich? Rohstahl, nimm alles. Gut. Soweit, so gut. Jetzt, ich sehe da hinten so einen Leuchtturm. Das ist auch so ein, da müssen wir auch gleich mal vorbei, ne? Also, Hilfe nix, Hilfe nix. So, jetzt mal eben gucken. Hier gibt es noch so einen Mittelgang, der auch nochmal in Häuser führt, in denen wir noch nicht waren. Bürste. Hammer.
alles mitnehmen. Hier scheint es Teppiche zu geben. Es scheint insgesamt irgendwie ein Laden zu sein. Ist schon ein bisschen fies, hier einfach so alles zu mopsen. Aber ist halt der erste Ort. Hier ist niemand, der einen anmeckert. Deswegen lohnt es sich natürlich wirklich, sich die Mühe zu machen, den ganzen Kram hier mitzunehmen. Weil ein bisschen Startkapital ist nie verkehrt und einfacher kann man halt nicht rankommen. Ne? Das ist nun mal so. Waren wir denn jetzt hier schon drin? Ja, da waren wir schon drin, glaube ich. Doch ja, ich erinnere mich an den Blasebalg. Ich glaube, dann haben wir es jetzt. Mal eben nochmal checken. Ja, das ist die Schmiede. Dann sind wir durch. Wir sind durch mit allem. Wir haben alles gelootet, was man... Also, vermutlich alles gelootet, was man so looten kann. Das will nicht ausschließen, dass wir es vergessen haben, aber ich war schon relativ gründlich. Es ist Zeit für einen Zwischenspeichern. Und dann schnacken wir mal mit unseren alten Freunden. Moin, Milton. Ich kann mir nicht helfen. Ich mag die Orks nicht. Was ist eigentlich mit Lester? Er wollte doch Verstärkung holen. Das ist eine gute Frage. Was ist mit das Ort Diego? Da sind wir mal wieder in eine schöne Geschichte geraten. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Die Orks haben ganz offensichtlich den Krieg gegen König Robar gewonnen. Und jetzt fegen die Orks über das Land und versklaven die Menschen. Aber was mich gerade viel mehr interessiert, was ist mit Lester? Das ist eine gute Frage. Was ist mit Lester? Wollt ihr nicht Verstärkung holen gehen? Gorn! Wie in alten Zeiten, was? Die Orks hatten nicht viel drauf. Ich schätze, es gibt noch härtere als die. Was ist mit Lester? Wollt ihr nicht Verstärkung holen? Sehr gut. Als nächstes solltest du mit deinem alten Freund Lester sprechen. Dazu laufe aus dem Dorf und folge dem Weg links, der zur Küste führt. Dort wirst du Lester finden, der weitere Informationen für dich hat. Sprich mit Lester am Strand. Okay, was ist eigentlich mit Lester? Es ist halt schön, man kennt diese Personen halt alle aus den Vorgängern. Man hat sehr, sehr viel schon mit ihnen erlebt. Deswegen ist es schon es ist schon sehr muckelig, sie wiederzusehen, wieder mit ihnen zusammen weiter Abenteuer zu erleben. Beziehungsweise gut, sie zumindest zu sehen. Und, ja, sie haben auch die Originalsynchronstimmen von damals, das ist alles super. Es ist wirklich, da geht einem Gothic-Fan dann doch erstmal so ein bisschen das Herz auf. Cap Dune, oder Manteau. Wir sind draußen, Leute, wir sind draußen. Jetzt habe ich bei all dem Kram, den wir da gerade eingesammelt haben, gar nicht gecheckt, ob wir bessere Waffen gefunden haben. Tipp, alle Gegenstände, die aufgenommen werden, landen im Inventar. Es gibt verschiedene Kategorien von Gegenständen, die rechts oben ausgewählt werden können. Gegenstände werden benutzt oder angelegt, indem man ihn links anklickt. Wenn du den Gegenstand in der Schnellleiste verfügbar haben möchtest, ziehe den Gegenstand per Drag and Drop in den gewünschten Slot. Wo ist denn die Hellebarde? Ich habe doch bestimmt Hellebarden eingesammelt. Kruschwarok? Hellebarde. Voraussetzung große Waffe, können wir noch nicht. Unser Schwert aktuell? Wo sehe ich was? Da. Benötigte Stärke 100. Was können wir? Klingenschaden 50. Ja, nee. Da sind wir tatsächlich erstmal ganz gut mit ausgerüstet. Dann bleibt das erstmal dabei. Na gut. Wir gehen mal weiter zu Lester. Es wird auch langsam schon dunkel. Lester. Schlechte Neuigkeiten. Es gibt keine Verstärkung. Hab ich gemerkt. Was ist los? Such mal das Schiff. Du wirst es nicht finden. Was? Piraten. Das Ganze hat nur wenige Augenblicke gedauert. Piraten. Und was mit unserer Ausrüstung? Und was ist mit unserer Ausrüstung? Was glaubst du? Wir werden uns neue besorgen müssen. Sprich mal mit Diego. Er versteht was von Sachen besorgen. Nö. Was hast du jetzt vor, Lester? Was hast du jetzt vor? Ich werde mich nach Süden durchschlagen. Wir werden uns doch wiedersehen, oder? Davon gehe ich aus. Geschafft. Nur noch zurück zu Diego, um die Nachricht von Lester zu überbringen. Und dann kann das Abenteuer losgehen. Berichte Diego. Mach ich. Ich muss mich erstmal umsehen hier. Hier haben wir noch eine Waldbeere, Baumstamm. Ich glaube, ich muss die Musik doch noch ein Ticken leiser machen, oder? Auch wenn sie wirklich gut ist. Aber ich habe schon gerade gehört, die ist doch immer noch relativ laut. Also ich drehe die mal eben runter. Gerne in die Kommentare schreiben, ob das jetzt dann zu leise ist. Die steht schon auf 9, wenn ihr überlegt, Stimmen sind auf 100, Musik ist auf 9 und die übertönt Lester immer noch. Ich drehe sie mal runter auf 4. So. Schauen wir mal. Wenn es zu leise ist, ruhig in die Kommentare schreiben. Wir müssen das so ein bisschen ausloten. Da muss man sich so ein bisschen drauf eingrooven, das bringt alles nichts. So, wer bist du denn eigentlich hier? Das ist Lester und wer warst du? Fischer. Geh nicht zu nah ans Feuer. Ja, da verbrennt man sich, ne? Ja, so, ich passe auf. So, was passiert, wenn ich in die Bude reingehe? Geht das Mecker oder stört ihn das nicht? Scheint ihn nicht zu stören. Ich versuche mal, seine Truhe zu öffnen. Jo, freut ihn. Alles klar. Also im Gegensatz zu Witcher 3 ist das hier so, dass sie die Leute durchaus auf die Fresse hauen, wenn du ihnen ihr eigenes Hab und Gut klaust. Deswegen muss man da doch immer etwas aufpassen. Flüchtling. Das ist sicher noch was zu erledigen.
Ja, deine Sachen klar. Oh, holy shit. Du gabst so einen leichten Zuckler hier gerade. Und kommt danach? Nö. Sehr schön. Eben kurz mal die Truhe öffnen. Schlaf. Der Held versetzt sein Ziel in einen tiefen Schlaf und Nebel. Und noch ein Heiltrank. There we go. Okay, dann sind wir hier auch schon durch. Ich gehe da mal wieder, ne? Weitermachen. Weitermachen. Ihr seht gut aus. Ich glaub dir kein Wort. Wie, du glaubst mir kein Wort? Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich glaub dir kein Wort. So, oh, man sieht schon bergauf. Das ist auch für unseren Helden ein bisschen anstrengend, ne? Da kann er nicht mal eben so rennen. Kann ich springen? Oh, ne, springen. Wie springe ich denn? Ich weiß gar nicht, ob man springen kann. Ich glaube, wir können gar nicht springen. Aber früher konnte der Held auch springen. Springen muss gehen. Also wir können rennen. Hier liegt einfach erstmal stumpf ein Haufen Waffen rum. Ist auch nicht verkehrt. Wie springen wir denn? Also so können wir schleichen. Wir können rennen. Und springen. Muss doch irgendwo auch springen geben. Wir werden das gleich rausfinden. Ich muss erstmal Diego Bescheid sagen. Was ist los? Piraten. Die verdammten Mistkerle sind mit unserem Schatz abgehauen. Sieht ganz danach aus. Ich fürchte, darum werden wir uns später kümmern müssen. Wir haben nämlich ein Problem. Was für ein Problem? Rede mal mit dem Dorfältesten. Okay, ich habe mit dem Dorfältesten bereits geredet. Ich habe mit dem Dorfältesten geredet. Was schlägst du vor? Als erstes müssen wir uns ein Bild davon machen, was die Orks angerichtet haben. Und einer von uns muss rausfinden, wo Xardas steckt. Der Dämonenbeschwörer hat die Macht Belias in sich aufgenommen. Und er ist der Herr der Orks. Es wird das Beste sein, du kümmerst dich um Xardas. Und wo kriegen wir jetzt neue Ausrüstung her? Du weißt doch, wie die Sache läuft. Sammle alles, was du finden kannst. Und lass es dir nicht wieder abnehmen. Und da die Orks nun die Herren von Myrtana sind, werden wir bei ihnen gute Ausrüstung kriegen. Was wirst du jetzt tun? Du kennst mich. Ich werde dort sein, wo es was zu holen gibt. Myrtana ist nun Hoheitsgebiet der Orks. Sich mit den Orks gut zu stellen, ist nichts für mich. Ich werde nach Süden gehen. Ich wette, in den Weiten der Wüste ist noch was zu machen. Du kannst mit Gorn losziehen. Okay, und was macht Milton? Meine Runen haben ihre Kraft verloren. Ich denke, den anderen Feuermagiern ist es nicht anders ergangen. Ich werde mich aufmachen und versuchen, die alte, wahre Magie zu erlernen. Wovon redest du? Bevor es Runen gab, konnten nur sehr wenige, sehr mächtige Menschen Magie wirken. Das Wissen darum muss irgendwo zu finden sein. Ich werde es suchen. Okay, viel Glück. Viel Glück. Danke. Wir sehen uns wieder. Hau rein, Milton. Und was macht Gorn? Gorn und ich, wir ziehen, glaube ich, zusammen los, ne? Was wirst du jetzt machen? Ich werde mich auf die Suche nach den Rebellen machen. Ich wette mit dir, dass sie noch nicht alle tot sind. Zeig mir, wo sich die Rebellen versteckt halten. Es ist nicht weit von hier. Folge mir. Neue Quest. Gorn zeigt dir das Rebellenversteck. Und du meinst los, ne? Komm, Gorn, wir laufen zusammen. Ah, Laufanimation ist immer noch großartig. Alles muggelig und schön wie früher. Hoffentlich stirbt er nicht. Ich kenne ja mein Glück, ne? Gorn ist tot. Irgendein Wildschwein oder so hat ihn umgebracht. Gorn, wo rennst du denn hin? Ist ein sehr eigenwilliger Weg, den er da wählt, aber ich folge ihm mal brav. Scavenger Gorn, hallo. Ja, ich kann ihn nicht angreifen, wenn er hinter dir herrennt. Guck dir das an, das geht nicht. Wieso treffe ich den Scavenger nicht? Komm schon. Ich kann ihn nicht treffen. Es geht nicht. Oh, er hat's gemerkt. Gon hat's gemerkt. Jo, hat aber gedauert, bis du das gecheckt hast, ey. Nehmen wir erstmal das leckere Fleisch mit. So, Gon, du kannst weitergehen. Wo bist du? Da ist er. Schön hier in den Wald hinein. Das sieht aber echt gut aus. Das sieht auch heute noch wirklich gut aus. Also, gut, die Bäume bewegen sich so mit, wie das früher halt immer so war. Es ist teilweise heute auch immer noch so. Siehst du? Da sind sie. Ich habe es doch gewusst. Ich kann nur für uns hoffen, dass die Orks dieses Versteck niemals finden werden. Ich werde eine Weile hier bleiben und dann weiterziehen. Lass dich nicht unterkriegen. Wir sehen uns. Wir sehen uns, Gorn, ne? Hau rein. Das sieht doch richtig muckelig hier aus. Richtig schön. Richtig. Oh, der Held rutscht ab. Da ist er selbst. Da ist selbst der namenlose Held von unserem Hahn erschreckt worden. Ist schon geil.
Guti, speichern wir mal kurz dazwischen und machen dann hier eben einen Break, wie es ja wieder läuft, ne? Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und werden als nächstes erstmal das Rebellenlager untersuchen und mal schauen, was hier so los ist. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.